Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Workers and Resources hier auf meinem Kanal im Live-Let's Play. Lasst doch jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, abonniert mich und drückt die Glocke. So, dann starten wir hier mal weiter. In der letzten Folge ist einmal der Bahnhof fertig geworden. Achso, du hast zu YouTube Tschüss gesagt. Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Wir haben hier den Bahnhof, sag ich mal. Den Bauernhof neu ausgestattet. Und das Distribution Office ausgestattet. Damit hier auch ein bisschen Arbeit stattfindet. Oh, hier sind zwei Felder, wo alles in Ordnung ist. Okay. Oha, zwei Felder, wo alles in Ordnung ist. Okay. Dum, 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 dum. Süß hier hinten, unsere Kleinen. So. Alter, zweimal was am... Jede stressig hier. Egal, das mache ich gleich. So, wie läuft's hier? Naja, soweit. Ah ja, hier stehen wieder ein paar Maschinen. So, dann können die hier endlich weiterbauen. Wenn die Straße fertig ist. So, hier haben wir ja nur einen Dreckweg. Drecksweg, Dreckweg. Aber jetzt werde ich gehen. Jupp, hau rein, bis die Tage. Wie schon gesagt, nächster Stream ist erst wieder am Montag um 20.30 Uhr, wenn ich Zeit habe. Dieser Tunnel kostet. Ist ja voll billig. Also mittlerweile kommt mir das voll billig vor. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen mehr Geld mittlerweile habe. Man könnte ja jetzt langsam mal eine Straße rüberbauen, entlang der Stromtrasse. Hier in den Westen. Oder man sagt, man geht hierher und versucht hier so an der Grenze entlang zu verfahren. Ich hab mich verfahren, Hilfe! So. Letzte Chance zum Kauf, eine VL 23. So, ah ja, mittlerweile gibt's auch hier. Kleidung brauchen wir noch. Entladen. Auf geht's. Ja, läuft. Einige in diesem Shop verkauften Waren fehlen. Electronic zum Beispiel. Ja, das ist der einzige Laden, der Elektronik verkauft. Ha! Keine Sorge, stellen wir irgendwann mal selbst her. Jetzt müsste ich nur wissen. Oh ja, das lohnt sich sogar wirklich. Wir könnten auch demnächst mal gucken, ob wir vielleicht unsere eigenen Autos herstellen. Hallo. Husch! Hau ab! Ah Mann. Stau hier. Das ist nur einer, der Holz lädt. Er lädt auch Holz, aber für was? Das Zollhaus. Habe ich so viele, die Holz wollen? Ja. Und dann auch hintereinander weg. Ist schon wieder voll. So, jetzt geht's ab. Jetzt ist gleich wieder leer, der Stahl, weißt du? Einfach mal von Hand kurz was eingekauft. Damit die nicht leer ausgehen hier. Damit es auch endlich mal vorwärts geht wieder. Hier geht's auch alles easy. Unser Wald ist immer noch sehr dicht bewachsen. Das passt. Die fahren hier volle Kanne mit Getreide in der Gegend rum. Oh ja, hier ist genug da, hier ist auch genug da. Freut mich. Hier müsste eigentlich noch ein Warenhaus dazwischen. Für die beiden Güter hier. Ja, das machen wir. Gucken wir uns vielleicht schon anders mal an.
Genau, das kriegt to rename. Mit 3 der Sammler 2. So, dass wir das besser zuordnen können. Und läuft hier alles? Ja, hier läuft's. Sogar sehr gut. Zement-Silo hier ist voll, das passt. Stapler hier sind nicht überfordert, das ist auch in Ordnung. Genau, hier ist doch ein Fahrzeug. Genau, hier fährt der Große hin und her. Ah ja, der ist gerade in der Stadt. So, wie sieht's jetzt hier aus? Jawohl. Fehlt nur noch Elektronik, aber das ist irrelevant. Oh, hier ist der Bahnübergang zu, oder was? Oh, haha. Mies. Mega mies. Muschel. Ja, jetzt dürfen sie wieder. Das ist halt, weil der Bauabschnitt hier so lang ist. So groß. Ja, hier fehlen Arbeiter. Ein Kran ist ja auch unterwegs. Wo will der hin? Im Stahlwerk, auch hierher. Ah, das ist jetzt der nächste Bauabschnitt, so wie das aussieht für mich. Beton ist jetzt auch da. Stahl ist gleich auch da. Jetzt fehlt ein ganz kleines bisschen Stahl wieder. So, 4 von 4, das passt. Das hier ist fertig. Verbraucht 225 Tonnen Eisenerz pro Tag und produziert 105 pro Tag. Das ist natürlich die Frage, wie viel produziert unser Stahlwerk? Stahlwerk braucht 150 am Tag und wir produzieren 105 am Tag. Also es geht, es ist in Ordnung. So, hier fehlt am Ende eh noch alles mit Strom. Aber der hat hier ja schon seine Hochspannungsleitung hinbekommen. Dann werde ich mir hier nochmal was abzapfen und werde hier nochmal einen Leistungstransformator hinbauen. So, dafür haben wir ja auch eine wunderschöne Modifikation. Wo ist es denn? Unter was fällt denn das nochmal? Ladeschnee. Eieiei. Ei, 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 und noch ein Ei gibt einen Pfannkuchen, heißt immer so schön bei uns. So, ich habe mich einmal richtig geräuspert, jetzt müsste es besser werden. Vielleicht. So. Zugdepot, Technical Ship, Kneipe. Kneipe? Cool. Ship, warte, hier oben Eisenbahn. Netzstation, da ist es doch. Nee. Mine, Monument. Oh, wir könnten noch ein paar Monumente bauen. Produktionslinie. Oh, geil. Motorworks 2. Cool. Stromtransformator, da ist er doch. Ja, so muss das aussehen, Alter. Wie in echt. Kann der V mal... Naja, so sollte es eigentlich. Dann nehmen wir den hier. Weil das Geile ist, ich kann hier jetzt zweimal sozusagen Mittelspannung abgreifen und kann die anderen einfach durchschleifen. Ja, jetzt habe ich es weggemacht, egal. Hochspannung, weg. Und zwar baue ich ab hier hinten nochmal weg. So. Und zwar brauchen wir jetzt hier dann den kleinen Freund. Warte mal so. Nee. Oh, ihn so in etwa. Zack. Mittelspannung ist erstmal gerade uninteressant. Dicke Leitung. Weil dann gehen wir hier einfach nochmal ein Stück weiter.
Machen hier einen Hochspannungsschalter hin. Gehen bis hierher mit der dicken Leitung. Und bauen dann hier mit der kleinen sozusagen weiter. Hier muss ich hin, so. So, jetzt brauche ich eine Umspannstation, die mir hier alles mit Strom versorgt. Wo bezieht der seinen Strom? Da unten. Okay, das heißt, wenn ich hier was hinbaue, dann reicht das. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass ich hier mit einer Mittelspannungsleitung drüber komme. Passt sogar. Ja, weiter weg konnte ich es natürlich nicht bauen. Ach, ich pfeife Kopf. Hochspannung. Dann Mod nochmal. Der hier, bitte. So, genau. Können wir hier die Mittelspannungsleitung ziehen. Das passt. Dann ziehen wir nochmal eine Hochspannungsleitung. Das passt dann auch. Das passt. Das passt. Passt. Passt da. Quattro Stationi. So. Einwandfrei. Strom hat's jetzt alles. Das ist gut. Was macht der hier Schönes? Ja, läuft. Bahnübergang ist zu. Das ist aber nicht relevant, weil hier fährt keiner. Das ist das Gute. Ah ja, der ist hier... Boah Gott, das ist ein ganz schön langer Abschnitt. Der wird noch ganz schön häufig für Probleme sorgen im Moment. Aber... egal. Hier unten, das gefällt mir nicht. Zack. Hier bauen alle drei dran, das ist gut. Die Straße ist auch fertig. Oh. Ach, hier oben ist die Straße von dem, okay. Mies. Hatte ich nicht in Beachtung. Hier ist noch Asphalt. So, oder? Und wir bauen das mal selbst ein bisschen. Macht ja sonst keinen Spaß. Hier kommen Arbeiter. Miep, miep. Ein ganzer Bus voll. 57 Leute. 60. Ja, passt. Alter. Natürlich jetzt... geil. Mega blöd, dass die alle hierher gehen. Ah, ich weiß. Ich kann das einfach hier ausschalten. So. So ist natürlich besser. Das heißt, wenn jetzt alle demnächst Feierabend haben. Genau, da ist nämlich die Schicht überall vorbei. Und dann gehen die einfach alle nach Hause. So, wir sehen, wie es weniger wird. Drrrrat. Dann gehen die jetzt alle wieder schön hierher. Guckt mal, wie schön. Lecker, leckchen. Hammer, Schätzelein. Bin der Reiner. Oh, Alter, was für ein Stau. Was hat denn der dabei? Nix. Hat er gesoffen oder? Oh, jetzt stehen die hier alle im Stau. Jetzt kommt ihr nämlich gleich, ja, dann wieder raus. Gebt Gas, Leute! Oh ja. Stress. Und der Bahnübergang geht zu. Ach stimmt, das ist ja ein riesen Bahnübergang hier. Ha! Autsch. So, ich glaube, die Gleise muss ich eh selbst bauen hier. Was habe ich denn hier gebaut? Beton, ja, okay, gut. Okay, ab hier kann er wieder selbst weiterbauen. Das ist gut. Das ist wunderbar. Oh, Mademoiselle, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? So.
Ja, hier kommen jetzt dann hoffentlich auch wieder mehr Arbeiter in Zukunft. Busse müssten dann wieder voll fahren. Huch. Kraftwerk ist noch besetzt, das passt. Hier wohnen auch Leute. Hier ist voll. Hier ist voll. Alter. Hier ist voll. Hier ist voll. Hier ist nicht voll. Was ist denn hier kaputt? Alter. Besoffen oder was? So. Was macht denn unsere Arbeitslosigkeit? Vielleicht müssten wir mal wieder ein paar... Ja, wir brauchen mal wieder ein paar Arbeiter. Ich glaube, ich weiß, warum die Arbeitslosigkeit runtergegangen ist, weil wir hier zugemacht haben. Und sich die Leute hier nicht mehr stauen. Ach, mir doch egal. Soll er doch machen, was er will. Wenn die Leute Spaß daran haben, in der Gegend rumzufahren, dann soll es doch so sein. Oh, was haben wir hier? 13er. 12. Ein LF-16 hier und dann noch ein W-50. So, passt. 64 Leute können hier arbeiten. Alles klärchen. So, hier können wir dann auch irgendwann ein bisschen Stadt noch bauen. Wir bauen hier einfach mal noch ein bisschen unnötiges Zeug. Immer schön an der Hochspannung, an der Spannung entlang, ja. Wir wollen ja die Spannung aufrechterhalten. Attacke. Bin ich mal gespannt hier, wenn sie hier langsam dann vordringen. Ja, hier kommen sie ja auch langsam voran. So, warte mal, die stehen hier. Die bauen hier einfach. Oh Mann, das könnte noch ein bisschen dauern. Wir brauchen mehr Arbeiter. Will ich mal so sagen. Oh, hier kommt wieder einer. Der will sogar Bitumen. Kommt aber nicht an dem vorbei. Der hat zu dicken Arsch. So. Hier ist auch noch alles voll. Bis Oberkante, Unterlippe. Weiß gar nicht, warum wir früher mal Engpässe hatten. Ah, guck mal. Deckenfertiger und da kommt auch schon hinterher die Meute mit Asphalt. Brumm, 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 brumm. Du versinkst ein bisschen. Egal. So, wie viel kann der mitnehmen? 12 Tonnen? 12 Tonnen. Ja, dann passt es, ja. Dann bin ich sehr zufrieden. Wir sind ja fast fertig. Fehlen nur Arbeiter. Müsste ja ratzfatz gehen über diese Straße, über die neue Straße. Ja, da kommen sie nicht. Da kommen sie. Alarm. Oh, und dann Kornspeicher. Weißt du, und die noch hier fleißig am Arbeiten. Achso, die drehen hier alle wieder rum. La, lü, la, la. Da kommt sie. Wo kommt sie? Noch mehr oder warst du schon? Aber die haben das immer so schnell gelöscht. Fast schon unrealistisch schnell. Oh, guck mal, jetzt reicht sogar ein Fahrzeug gar nicht. Ah, jetzt geht's. Komm, komm, wir brauchen noch einen. Wir brauchen Verstärkung. Schnell. Ruf mal einen an Telef. Ah ja, jetzt schaffen sie es. Okay, ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Funktioniert super. Feuer gelöscht. So, was machen die hier oben? Läuft das hier soweit? Ja, sieht doch mal ganz gut aus. Ach, du ahnst es nicht. Ich komm ja gar nicht hinterher. Nicht mal ansatzweise. Schade, dass wir keine Max mehr haben. Na, die können eh nur 11 Tonnen mitnehmen, ja dann. Die nehmen 10 Tonnen mit. Ja.
Mies. Oh, ich will mal kurz gucken. Es gab doch eben den neuen Kipper. Ein Riesenbrummer. Hui, 27 Tonnen. Das nenne ich auch mal eine stabile Anzahl. So. Habe ich diese Folge schon von irgendwas ein Bild gemacht? Ich glaube noch nicht. Ja, machen wir doch einfach mal hier so, weißt? So. Wenn ihr sehen wollt, wie unser Stahlwerk fertig wird, dann schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Abonnieren, Daumen nach oben und die Glocke drücken. Und dann seid ihr auch ganz sicher wieder in der nächsten Folge mit dabei. Bis dahin, haut rein. Tschüss.